Schönen guten Abend wünsche ich in die Runde. Einen schönen guten Abend zum Roland-Vortrag, der heute von Hans-Joachim Tentschert geleitet und moderiert wird. Sein Thema lautet Kuriosa in genealogischen Quellen. Skurriles, trauriges, amüsantes, denkwürdiges, merkwürdiges. Lassen wir uns überraschen. Ja, guten Abend, sage ich dann auch. Vielleicht hat schon der eine oder andere etwas vorbereitet, der sich dann im Verlauf des Abends dazu melden möchte. Das geht die ganze Zeit schon, auch über den Georg oder über den Chat oder auch über Handheben und so weiter, wie es erzählt worden ist. Ich steige dann gleich ein und sag mal, wie ich mir den Ablauf vorstelle. Für Genealogen, so ähnlich wie im Kirchenbuch. Ich werde mit Geburten anfangen, dann über Heiraten, vielleicht noch zu Todesfällen kommen. Und zu allem gibt es dann entsprechende kuriose Dinge in meiner Bewertung. Das erste Bild deutet schon darauf hin, dass es manchmal von Zufällen abhängt, manchmal auch nur von einem einzigen Buchstaben, ob man Glück hat oder Pech im Leben, wo mich der Zufall das Licht der Welt erblicken lässt. Ein Ort des Friedens oder des Krieges, des Hungers oder des Überflusses. Ich habe hier eine Karte eingeblendet, wo wir uns im Raum Oberschlesien befinden. Hier ist Breslau, das jedem bekannt ist. Und jetzt kann es mir passieren, dass ich im Norden von Breslau geboren wurde. Und zwar eventuell in so einem kleinen Ort wie hier. Weiß nicht, ob man es lesen kann. Der Ort heißt Racke. Oder ich habe Pech und bin ein paar Kilometer weiter geboren. Ein Ort, der hier ist. Ein einziger Buchstabe macht etwas aus. Und das ganze Restleben habe ich dann das Problem, dass ich bei Ämtern, Behörden, Ausweisen immer angeben muss, wo ich geboren bin. Wo sind Sie geboren? Hier ist der andere Ort. Wenn man es nicht genau lesen kann, ich versuche es noch mal ein bisschen zu vergrößern. Das ist zwar dann nicht mehr so ganz gut, klar, aber ich glaube, man weiß schon, worauf ich hinaus will. Kurios. Auf jeden Fall. Ja. Ein Bindestrich kann auch entscheidend sein. Gehe mal hier weiter. Da habe ich einen Ausschnitt aus einem Index der Geburten im Propsteipfarramt Troppau. Troppau ist die Hauptstadt vom Herzogtum Schlesien gewesen eine Zeit lang, liegt heute in Tschechien und heißt Opava. Und wenn man ganz unten auf dieser Bemerkung hinschaut, dann entdeckt man, dass der Bindestrich die Bedeutung hat, zu unterscheiden zwischen ehelicher oder unehelicher Geburt. Die Abkürzung Bindestrich zwischen Vor- und Zunahme bedeutet unehelich. Also solche Kleinigkeiten sind da entscheidend. Oder in solchen Fällen kommt es auch in den Kirchenbüchern dieser Gegend oft vor, dass über dem Mutternamen eine Vokabel steht, die dann auch eine Entscheidung für das weitere Leben für viele Menschen bedeutet. Die Vokabel ist dann vom Namensfertiger dort eingefügt worden und heißt angeblich.
angeblich, und darunter steht dann der möglicherweise zutreffende Muttername. Dieses angeblich wird bisweilen später wieder entwertet, ein Stück weit dadurch, dass sich dann doch der eine oder andere Vater bekennt und eintragen lässt. Aber im Kirchenbuch ist natürlich dann noch das Wort angeblich darüber oder es ist eben auch gestrichen, noch zu erkennen, wenn später jemand nachforscht. In meinem Forschungsgebiet, das ist vornehmlich Österreich-Ungarn, war es meist die Hebamme, die die Eintragung veranlasst hat. Und der Namensfertiger, der dann dort angeblich hingeschrieben hat, hat den Zweifel an der Richtigkeit auf die Art verdeutlicht. Wenn der Vater sich bekannt hat, hat das Kind dann einen anderen Nachnamen in der Regel oft bekommen, aber nicht immer. Manchmal, wie auch bei meinen Vorfahren, ist der Nachname geblieben, weil beide denselben Namen hatten. Mir ist es in der Ahnenblatt-Software möglich, beides darzustellen. Ich versuche mal, ein Beispiel hier zu zeigen. So, das ist aus dem Online-Ortsfamilienbuch bei CompGen. Hans, wir sehen ja das noch nicht. Wir sehen immer noch die lateinische Urkunde. Ehrlich? Hm. Wie kann ich jetzt? Ich habe gar keine Zoom-Leiste. Du müsstest normalerweise jetzt hier. Oben drüber steht, schließen. Ach so, oben drüber kommt jetzt eine reingescrollt. Und da muss ich dann wieder Freigabe, wieder aufnehmen drücken. Am besten dann direkt oben den ganzen Bildschirm freigeben. Der ist immer blau hinterlegt. Dann kannst du auch zwischen den einzelnen Tabs und Seiten hin und her wechseln, ohne dass du jedes Mal wieder neu freigeben musst. Ui, das habe ich jetzt hier gar nicht. Ich habe also, neue Freigabe, das geht, ja? Ja, neue Freigabe geht. Dann, du musst allerdings vorher wieder das Bild geöffnet haben. Aber wir sehen jetzt immer noch diese lateinische Urkunde. Ja, okay, jetzt haben wir es das. Es müsste jetzt kommen, nicht? Ja, das wollte ich zeigen von CompGen. Das ist aus meinem Online-Ortsfamilienbuch. Und hier kann man jetzt auf einen Blick, wenn man die Gesamtliste der Familiennamen öffnet, zum Beispiel unter T, wie ich auch heiße, dann sieht man die, wo Doppelnamen sind. Das sind nun alles Uneheliche. Das zweite ist dann der ursprüngliche Familienname, also der Name der Mutter. Und später ist dann das Kind legitimiert worden durch den sich bekannt habenden Vater. Meist geschieht das zusammen mit der Hochzeit. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Wir können mal hier nach rechts gehen. Da heißt die Mutter Tenschat und später hat der Vater sich dazu bekannt und dadurch wechselt dann der Familienname. Ich kann einmal so eine Verdopplung auch zeigen. Ich hoffe, das lässt sich jetzt auch so auf dem Bildschirm gleich noch mitverfolgen. Ich wechsle mal um in den Buchstaben F. Ist das zu sehen, Georg? Ja, Franke, ne? Ja, genau. Das ist so ein Beispiel, nicht? Da klicke ich das mal an und na, dauert ein bisschen. Ja. Da ist eben die Mutter mit dem Nachnamen Franke und der Ehemann auch. Und die Rosalia ist eben vor der Hochzeit geboren. Und bei Ahnenblatt kann man zum Beispiel dies auch verdeutlichen. Ob man es
machen sollte, ist fraglich, aber ich wollte es eben auf die Art und Weise auch noch mal kurz demonstrieren. Die Fälle sind insofern manchmal kurios, als ich ein Beispiel dabei habe, das ich jetzt nicht weiter ausführen, nur berichten wollte, wo ein Junge in einer Familie 2 Jahre vor der Heirat der Eltern geboren ist und seine Schwester 1 Jahr nach der Heirat. Und der Junge ist erst 23 Jahre später legitimiert worden. Wie also die Geschwister die ganze Zeit zusammen gelebt haben, in dem Glauben, sie wären Halbgeschwister. Oder wie die Eltern das durchgehalten und aufrechterhalten haben, das nicht kundzutun vorher, das ist natürlich irgendwo kurios, finde ich. Ja, nicht immer stimmen diese Eintragungen in Kirchenbüchern überein. Jetzt komme ich wieder mit meinem Bildschirm hier. Nicht so ganz klar, weil ich überwechseln möchte auf ein Bild. So, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal neu freigeben. Nee, wir sehen den Taufbericht. Nein, wir sehen den Taufbericht. Den Taufbericht doch gleich. Ganz genau. Ja, ja, weil du hast ja deinen Bildschirm allgemein freigeschaltet. Deshalb brauchst du dann auch nicht mehr erneut freigeben. Ja, gut. Nur ich muss ihn jetzt auch wieder sehen können. Da habe ich ihn. Ja, ganz schlimm ist es auch manchmal in einzelnen Taufordnungen, wie hier unter Punkt 4. Ich versuche das zu vergrößern, dass ein Taufbericht der Elisabeth-Kirchengemeinde in Troppau. Unter viertens steht der Klops oder der Hammer, wie ich sagen würde. Noch einmal ein bisschen kleiner und noch etwas nach oben. Die im Folgenden verlangten Angaben müssen leserlich geschrieben und ganz vollständig sein. Jetzt ist hier wieder ein bisschen Zoom dazwischen. Unvollständige, unleserlich geschriebene oder vom Vater nicht unterzeichnete Taufberichte werden nicht akzeptiert. Ohne Beibringung eines solch genügenden Taufberichts kann eine Taufhandlung nicht vollzogen werden. Also das halte ich schon für relativ brutal. In der Praxis habe ich den Eindruck, dass das kaum zur Anwendung kam. Also in den Kirchenbüchern sehe ich in großer Zahl Taufen von unehelichen Kindern. Also das stand vielleicht dann auch oftmals da, weil es verlangt wurde von der Obrigkeit oder so. Aber in der Praxis, Gott sei Dank, wahrscheinlich nicht so streng oft angewendet worden. Aber irgendwie dann doch kurios, wenn man mal so eine Bemerkung irgendwo findet. Ja, ich gehe mal weiter. Nicht immer findet das, was in den Kirchenbüchern steht, dann auch so mit der Realität Übereinstimmung. Ich habe hier, ich hoffe, man sieht diesen Kirchenbuchauszug. Ja, kann man sehen. Prima. Das muss ich nur jetzt noch ein bisschen vergrößern. Es kommt auf den kleinsten, schmalen Abschnitt hier an, der besonders kurios dann wird. 1877 wurde ein Josef geboren. Josef Fuchs können wir hier sogar noch sehen, verräterischerweise, der dann 1910 in der Pfarre Monsweiler in der Diözese Straßburg, also im Elsass, getraut worden ist. Aber interessant ist jetzt natürlich die Geografie. Hier steht dann, ich kann es Ihnen kaum zumuten, denn das ist schlecht erkennbar, wurde auf dem Felde bei Schmeißdorf entbunden, wohnt oder gewohnt nach Nummer 73.
Die Nummer 73 ist der Ort, in dessen Kirchenbuch jetzt hier diese Geburt und Taufe eingetragen worden ist. Das ist der Ort Rausen, den wir schon gerade im Ortsfamilienbuch als Titel gesehen hatten. Und jetzt wird es natürlich dann interessant, wenn wir uns das anschauen auf der damaligen Landkarte. Das ist der Ausschnitt, wo als Grenze rötlich hier gut zu erkennbar ist, die Grenze zwischen österreichischem Teil und der Rest hier ist Preußen gewesen. Heute existiert diese Grenze noch genauso, nur das ist heute Tschechien und das ist heute alles Polen. So, wo ist jetzt hier Schmeißdorf, wo der Josef geboren ist, und wo ist Rausen? Ich mache ein bisschen größer. Leobschütz steht hier. Leobschütz ist dann der spätere Name. Und hier sind die beiden Orte. Rausen liegt in Österreich und Schmeißdorf liegt in Preußen zu der Zeit. Also, die Mutter hat gearbeitet auf dem Feld, das hier lag. Die Grenze war für Menschen und für Arbeitskräfte, wie heute für Pendler oftmals, kein Hindernis. Die Grenze war eigentlich primär eine Grenze, um Zollgelder einzunehmen beim Warenverkehr. Und so lief halt das früher auch. Und der Josef ist also hier geboren worden in Preußen und ist dann in Rausen ins Geburtsbuch eingetragen worden. Also man hat ihn sinnigerweise der Mutter zugeordnet. Das war nicht immer so. Ein anderes Beispiel ist in der Nähe vermerkt im Kirchenbuch. Wir finden hier noch die Ortschaft Rosswald und Amalienfeld, die beim nächsten Beispiel eine Rolle spielen. Das ist nun beides in Österreich gewesen damals zu der Zeit. Von daher nicht ganz so entscheidend für das Restleben, das Folgeleben. Ich erinnere nochmal, dieser Josef ist 1877 geboren, hat 1910 geheiratet. 1914 ist er vielleicht Soldat irgendwo geworden. Weiß jetzt nicht, ob im Elsass oder wie auch immer, oder ob er jetzt für seine ursprüngliche Heimat zum Einsatz kam, ob er überhaupt noch gelebt hat. Also bei dem anderen Beispiel ist es nicht so entscheidend. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Das wäre von heute noch mal eine Karte aus der Gegend, die ich nur noch mal halt, das war jetzt zu schnell von mir, die ich noch mal mit den heutigen Namen kurz nachschicke. Hier ist Rausen, da Schmeißdorf, heute sind Straßen hier noch eingezeichnet und so weiter. So, jetzt gehe ich mal zum nächsten Beispiel, wo der Zufall der Örtlichkeit auf andere Weise deutlich wird. Hans, darf ich dich ganz kurz mal unterbrechen? Das gab zu diesem Fall gerade eine Frage von Inga, die fragte nach, wer welche Nationalität jetzt Josef hatte. Also zu welchem Land wurde er? Die Mutter ist zuständig gewesen in Österreich und das überträgt sich dann natürlich auch erstmal auf das Kind. Ja. Inga ist damit die Frage beantwortet, hoffe ich. Ja, das ist nur ein Teil. Die Mutter ist selber unehelich geboren und dann hängt es davon ab, wie die Vorfahren ihre Nationalität hatten. Und die Mutter ist auch österreichisch gewesen, weil ihr Vater in diesem österreichischen Teil auch geboren war. Also von daher ist es ein leichtes Beispiel. Mhm. Aber manchmal gibt es da Kuriositäten, dass also man sich wundert, weshalb also ein Kind plötzlich dann eine Zuständigkeit kriegt,
über die Mutter und deren uneheliche Entstehung über drei Generationen und ist dann plötzlich in Galizien zuständig. Ja, danke. Ja, bitte, Inga. So, hier sind wir jetzt bei einem anderen Beispiel über solche örtlichen Kuriositäten. Hier steht dann diese Bemerkung, ich lese sie mal vor, die ist wahrscheinlich auch schlecht zu lesen, auch handschriftlich ja immer so ein Problem. Wie nachträglich festgestellt wurde, war der Reisewagen im Territorium Amalienfeld, siehe daher die Sterbematrik von Amalienfeld. Ja, was war da los? Da ist jemand geboren worden und 8 Tage später gestorben. Das ist jetzt eine Sterbematrik. Die Sterbematrik ist von Roswald, wo das Kind dann auch beerdigt worden ist. Hier steht Friedhof in Roswald. Und hier steht, die Mutter war eine Marie Lavatschkova, uneheliche Tochter der Franziska Lavatschek, Arbeiterin ohne ständigen Wohnsitz, notabene Zigeunerin, steht in Klammern, geboren dann und dann in Ricciani in Böhmen, zuständig nach Ratiborske Hory, Bezirk Tabor in Böhmen, Ketera Desund, also Übriges fehlt irgendwie, weitere Informationen hat man nicht. Und geboren wurde der, das war ein Mädchen, am 15. September 1937, auch schlecht geschrieben, in Meidelberg, Gerichtsbezirk Hotzenplotz. Hotzenplotz wird uns auch noch begegnen. Ja, in Roswald im Kirchenbuch eingetragen und nachher wieder gelöscht und in der Sterbematrik von Amalienfeld neu eingetragen. Hier wurde jetzt von dem tatsächlichen Standort oder Sterbeort, sage ich besser, das Ganze verändert, während in dem anderen Beispiel der Geburtsort einfach mehr oder weniger etwas verlegt wurde, nicht? Also es ist nicht immer konsequent gehandhabt worden, aber es macht in beiden Fällen Sinn. So, ein letztes Beispiel dann zu den, jetzt ist mir wieder dieses Eingescrollte im Weg, dass ich gar nicht hier weiterklicken kann. Dann muss ich noch mal schauen, dass das wieder verschwindet. Aber das hat die obere, geholfen. Die obere Leiste mit den Pfeilen, ist genau da, wo ich auch weiterklicken wollte. Bitte um Entschuldigung. Ich bin ein ziemlicher Laie in der. Also wenn du etwas tiefer gehst mit deinem Cursor und dann nach links gehst, da hast du ja diese beiden blauen Pfeile, zurück und vorwärts, ne? Nee, etwas tiefer noch, etwas da, also in der Höhe, wenn du jetzt nach rechts gehst, jetzt wieder da, wo du vorhin ja auch drauf geklickt hast, als du das nächste Bild zeigen wolltest. Ja. Das ist jetzt eigentlich. Und auf Teilen und dann, nee, ist immer noch nee, da. Du brauchst nicht teilen, du brauchst nur einen Pfeil, ach so, das kannst du jetzt nicht über den Pfeil weiterklicken, aufs nächste Bild. Nee, ich komme jetzt nicht in meine Bildfolge. Dann müsstest du vielleicht. Ich schalte die mal. Ja, klein. Genau. Und so, jetzt suchst du. Jetzt ist der immer noch nächste. Da. Ja, aber jetzt sehen wir deinen Bildschirm mit den Icons. Ja. Nützt auch nichts. Wo du jetzt weitergehen möchtest. Ja, ich wollte eigentlich bei den Bildern weitergehen. Ja, aber ich komme nicht auf den Pfeil, aber du mit den Bildern weitergehen kann. Du hast doch die blauen Pfeile mehr? Bei den Bildern. Ne? Bitte? Wenn du jetzt nach links gehst mit dem Cursor, geh nochmal nach links, weiter nach links, weiter nach links. Etwas nach rechts jetzt wieder. Ein bisschen nach rechts, ein klein wenig tiefer.
Da hast du doch diese Symbolleiste mit dem. Mit Basis erweitert Dateien? Nee, etwas tiefer noch. Noch tiefer. Ja, da, du hast da doch die Symbole, oder nicht? Aber du kannst doch auch oben die Leiste, die alles verdeckt, die kannst du doch ein bisschen verschieben. Oder mach mal die Escape-Taste. Ich gehe jetzt mal auf diesen Kirchen. Nee, das ist der unten drunter ist. Mach mal die Escape-Taste. Ist. Vielleicht geht das trotzdem. Mal schauen. Kannst du auch eben, du kannst auch einfach mit den Pfeiltasten links und rechts die Bilder wechseln. Ja, mit den Cursor-Tasten. Versuch es mal. Versuch mal den Cursor rechts aufs nächste Bild unten. Die Cursor-Tasten. Auf deiner Tastatur. Mhm. Wenn du da die Rechtstaste, die Rechtswahltaste drückst. Wie komme ich hier durch? Oder einmal die Escape-Taste drücken. Ja. Dann bist du aus dem Vollbildmodus raus. Jetzt ist alles schwarz. Oh. Ist immer noch also, so. Kommt wir, immer sehen noch dein, wir sehen dein Bild noch. Oder du gehst aus der Bildschirmteilung einmal raus. Genau. Jetzt sehen wir deinen Ordner, wo vielleicht die Bilder drin sind oder was da noch kommt. Das war ganz gut, denke ich. Mhm. So, jetzt muss ich nur selber erstmal wieder schauen. Gehen wir mal hier hin, mal schauen, ob das klappt. So, ja. Na, Moment, jetzt hat er wahrscheinlich das Bild wieder in einem neuen Fenster geöffnet. Ja. Jetzt müsstest du nochmal wieder auf Bildschirm freigeben gehen. Nee, halt, ja, es ist da. Es muss nur jetzt ist es da. Ja, hat mir ja, einen Moment jetzt, gedauert. Jetzt habe ich nur dasselbe Problem, dass ich die Leiste im Weg habe und kann das nicht vergrößern. Also die Leiste geht so weit runter, dass du das nicht sehen kannst. Dass oben alles verdeckt ist, wo ich navigieren kann, über die Bildgröße und so weiter. Ist denn die das Leiste ist ja bescheiden. Dann jetzt so groß? Weil vorhin hat es ja geklappt, das wundert mich. Ja, ja. Also ich sehe jetzt auf dem Bildschirm die Lupe. Ich sehe auf dem Bildschirm die Lupe zum Vergrößern. War wieder weg dann und jetzt ist sie nicht weg, ja? Bitte. Ja, aber beim Hans-Joachim ist oben die Leiste, wo drauf steht, dass du das Bild geteilt hast, größer. Aber wenn du die einmal anklippst mit der linken Maustaste, dann müsstest du die doch eigentlich ein bisschen verschieben können. Ich probiere mal da irgendwo, ohne so einen anderen Kasten zu erwischen, der stumm halten und oder chatten. Oder mach doch mal Folgendes, Hans-Joachim. siehst du denn rechts, siehst du ja bei dem Fenster das X und diesen Kasten und das Minus, ne? Verkleinern. Danke. Wenn du da in der Mitte auf den Kasten das hat klickst. Geklappt. Ich habe die Leiste jetzt tatsächlich bewegen können. Okay, alles klar. Ist jetzt erstmal weg. So, jetzt kannst du auf das Plus, auf die Lupe, auf das Plus. Ja, genau, jetzt klappt es wieder. Ich wusste jetzt nicht, dass diese Leiste so groß ist. Ja. Dass die alles verdeckt. Naja. So, jetzt habe ich auch hier nur eine kurze Überblickssituation. Die muss nicht weiter scharf werden, wird sie nämlich auch nicht. Das ist ein ganz kleines Bild gewesen. Aber es soll nur signalisieren, wo wir uns ungefähr befinden. Das sind die Umrisse von Tschechien heute und die Ecke Hotzenplotz, Rausen, Schmeißdorf, wo wir jetzt gerade die ganze Zeit waren. Das ist eben hier genau dieser Zipfel und dies hier ist dann Polen und mehr braucht man im Moment dazu nicht zu wissen. Das war eben früher alles Preußen und das war hier oben österreichisch und hier natürlich dann auch. Tschechoslowakei gab es erst ab 1918. So, dann mache ich das mal wieder zu und gehe noch mal etwas weiter. Versuche jetzt mal die Bildfolge. Ja, hier habe ich noch mal ein zweites Bild. Das auch nur ganz kurz die Gesamtorientierung bringen soll. Nochmal die Umrisse von Tschechien heute. Grob geteilt war es früher in die zwei Teile Böhmen und hier Mähren. Und dieser Teil, was kaum jemand weiß, hieß eben Österreichisch Schlesien.
wo Troppau auch liegt. Und genau hier oben in diesem Zipfel, wo das zweite R ist, da ist auch dann das große R von Rausen. Und da ist mein Ortsfamilienbuch angesiedelt. Das ist die Ecke, wo wir uns hauptsächlich mit diesen Kuriositäten dann in den Kirchenbüchern und so weiter beschäftigen. Hier nochmal ein anderes Kuriosum in dem Zusammenhang. Das Grüne ist der Umriss hier oder die Füllung des Gebiets, das man Österreichisch Schlesien nannte oder auch zeitweise dann Herzogtum Schlesien. Das Herzogtum Schlesien war nie in Polen, sondern das war eben in Österreich. Ist auch eben kaum bekannt. Aber hier gab es dann noch das Kuriosum, dass innerhalb dieses Gebietes auch Enklaven waren, die gar nicht zu Schlesien offiziell gehörten, sondern zu Mähren. Mähren ist dann dieser Teil, der hier unten liegt, zu dem Zeitpunkt gewesen. Und die sind vollkommen umschlossen von Schlesien. Zum Beispiel hier oben ist dann Hotzenplotz und Rausen zu sehen. Und das ist österreichisch Schlesien und das Weiße hier ist alles das preußische Schlesien, heute eben Oberschlesien. Eine Bemerkung am Rande noch. Ein ganz anderes Land, an das niemand denkt, hat dort auch solche Enklaven besessen und besitzt sie eigentlich nach internationalem Recht noch heute. Das ist das kleine Liechtenstein. Der Fürst von Liechtenstein hat über 800 Jahre lang mit seinen Familien und so weiter hier Ländereien besessen. Die sind nach 1945 einfach unter den Nagel gerissen worden. Und im letzten Jahr ist vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg ein Gerichtsverfahren angestrengt worden, wo der Fürst von Liechtenstein versucht, einen Teil dieser Ländereien wieder zurückzubekommen, die ihm zu Unrecht nach internationalem Recht inzwischen auch mehrfach bestätigt, auch von einer tschechisch-lichtensteinischen Kommission, die ihm zu Unrecht quasi abspenstig gemacht worden sind. Bin gespannt, wie das ausgeht. Also solche Enklaven sind nichts, was in der Geschichte mal irgendwann stattfand, sondern die haben teilweise ihre Existenz noch heute, wenn auch bisweilen nicht in der Realität, sondern auf dem juristischen Papier, in den Grundbüchern. Kurios ist in dem Zusammenhang auch, dass einige tschechoslowakische Katastergerichte um 1945 nicht der staatlichen Anordnung gefolgt sind, den Besitz umzuschreiben, weil sie eben keine Rechtsgrundlage dafür sahen, während andere Gerichte die Liechtensteiner Besitzung einfach obrigkeitshörig umgeschrieben haben. Also es gibt da schon ganz interessante Sachen zu berichten, mit denen man Abende füllen kann. Hier nochmal eine andere Form einer Enklaven-Sichtweise. Das ist wieder die Ecke um Hotzenplotz und Rausen, wie sie auch historisch bisweilen ausgesehen hat, als mährische Enklave. Und es steht drin, gehört zu dem mährischen Bezirk Prerau. Das ist eine Karte von 1748 oder was. Unter der Leiste, die jetzt das für mich wieder verdeckt, in Nürnberg entstanden. Und das hier ist so im Großen und Ganzen ein Nest, wo meine Vorfahren herstammten. Ein Tenschert-Nest sozusagen. Ja, kurios ist auch so etwas, auf das dieses Bild schon hinweist. Jetzt muss ich nur noch hier erstmal vom Bild wieder weg und versuche mal in den Browser zu gehen über die und schau mal, ob das jetzt bei Ihnen sichtbar ist.
Sehen Sie einen Trauungsbuchausschnitt? Ja, aus Matricula, ne? Jawohl. Genau. So, das ist eine Trauung aus Oberösterreich in Linz. Und da bin ich stutzig geworden. Ein Namensvetter von mir, hier oben, die erste Heirateintragung ist das, ein Tenschert Johann Maximilian Joseph, ein Oberleutnant, hat da eine Hedwig Freiin von Ludwig geheiratet. Ludwig haben wir ja auch unter den Teilnehmern. Und stutzig machte mich dieser Eintrag hier bei der Geburt. Da steht dann Königliche Weinberge in Prag, soll das heißen. Wie, denke ich, was soll das denn? Hat der Namensfertiger sich da einen Scherz erlaubt? Hat er irgendwie einen Zeugungsort statt des Geburtsorts eingetragen? Oder ist die Geburt tatsächlich irgendwo im Freien erfolgt, in der Kulturlandschaft rund um Prag? Naja. Und wenn man dann ein bisschen weiter forscht, dann kann man tatsächlich herausfinden, es gibt tatsächlich eine Ortschaft, die Königliche Weinberge heißt. Postkarten werden ja im Internet auch ab und zu angeboten. Und diese hier ist dann mein erster Fundort gewesen, als ich gegoogelt habe, was das wohl für eine Bewandtnis hat mit dieser Ortsnamensbenennung. Aber die Postkarte war eben zu dem Zeitpunkt verkauft. Nur ich habe meine Informationen schon halb gefunden gehabt. Es gibt sowas tatsächlich. Das ist ein offizieller Ort. Und in Prag gibt es tatsächlich diesen Vorort. Habe ich dann später auch auf der Karte wieder entdeckt. Also ein gewisses Kuriosum. Jetzt wieder zu Kompgen, weil die Susanne gerade da ist. In Kompgen haben wir auch eine Bestätigung neuerdings. Herbert Juhling von der Maus in Bremen hat eingestellt in einem Passregister. Dieses hier, ich mache es wieder ein bisschen größer und da sehen Sie Herkunft, Geburtsort, Königliche Weinberge. Hier steht Böhmen dahinter. Naja, also so kurios ergibt sich manchmal auch das eine oder andere beim Studium der Kirchenbücher. Was habe ich denn hier? Ja, jetzt sind wir eigentlich mit meinen Beispielen zu Geburten an einem gewissen Ende. Ich hatte ja gesagt, dass auch Beiträge von Ihnen möglich sein sollen. Jetzt mache ich einfach mal einen kleinen Punkt und frage einfach mal, ob jemand dazu irgendwas noch bemerken möchte oder einen eigenen Beitrag hat oder zu irgendwas, was er einfach loswerden möchte, weil er Angst hat, dass er es nachher vergisst. Und es ist irgendwie kurios und ja, bemerkenswert oder auch ja, einfach interessant für die Zuhörerschaft. Bei mir steht jetzt hier Silvia Bartschop die Hand. Ja. Ja. Ich habe eine kleine Frage, weil ich hier in Brasilien die Geschichte von Deutschland lerne, aber nicht die Geschichte erlebt habe. Wer ja. es erlebt hat, war meine Familie seitens meines Vaters. Wenn ich jetzt höre, königliche Weinberge in Böhmen, das verstehe ich so. Zu kaiserlicher Zeit waren das Weingebiete, wo die Bauerschaft oder die Bauern da gewohnt und gelebt haben. Zur Ersten Republik ist es Böhm geworden, ist alles Böhm geworden. Stimmt das, wenn ich so denke? Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten. Ich nehme auch an, dass Sie geschichtlich, gedanklich recht haben. Der Ort ist heute mit dem tschechischen Namen vermerkt, Vinograd. Ja, weil jetzt kommt die zweite Frage, weil eigentlich mein Vater mir immer erzählte, dass von Deutschland zu Hitlers Zeit, zur Nazi-Zeit, viele Deutschen gerufen worden sind, für die Heimat zu kämpfen. Egal wo sie waren in Europa,
Sie sind gerufen worden, um für Deutschland zu kämpfen. Es passierte für manche Familien, dass sie dann einverstanden waren oder es war Zwangsarbeit. Aber sie haben fürs Land, für die Heimat gekämpft. Und in dieser Beziehung, wenn man jetzt unter Registrierung sucht, dann ist auch ist immer ein Hindernis, weil eigentlich man nicht genau weiß, zu welcher Einschreibung der Nazizeit die Person gehörte. Ist das auch ein richtiger Gedanke oder bin ich völlig falsch? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit meinen Erfahrungen ein wenig das treffe, was Sie meinen und wissen wollen. Ich habe zum Beispiel in meiner Familie die Situation, dass mein Onkel 10 Jahre älter als mein Vater war und der hat bei der tschechischen Armee Wehrdienst gemacht von 1924 bis 1926. Mein Vater, der im selben Ort gelebt hat, war erst 1938 wehrpflichtig. Der kam nicht mehr zur tschechischen Armee, weil 1938 die Tschechoslowakei von Hitler annektiert worden ist. Und der kam dann zur deutschen Wehrmacht. Ja, genau. Das ist es auch. Das, ja. das ist völlig richtig. Also bin ich in meiner Idee in Ordnung. Es sind Einschreibungen und die Einschreibungen sind nicht vielleicht in den Platz, wo sie geboren sind, weil die Nazizeit Verschiedenes, wie soll ich sagen jetzt, durcheinander gebracht hat, weil die Einschreibung, wie man die Leute gebraucht hatte, ist anders erfolgt. Da bleibe ich jetzt dabei in dieser Meinung. Vielen Dank. Ja, gerne. Es sind noch 4 Teilnehmer, die die Hand gehoben haben. Ja, der Clemens wäre der Nächste. Clemens, möchtest du etwas zeigen? Ja, ich habe auch was mitgebracht oder vorbereitet, weil das ja so angesagt war. Ich teile mal meinen Bildschirm, wenn ich das schon darf. Ja, warte mal, dann nehmen wir erstmal den von Hans zurück, ja? Ja, aber vielleicht gibt es noch eine Frage zu Hans. Ja, die können wir gerne eben nebenbei vorher klären. Das kann ich geben. Aber teile erstmal den Bildschirm, weil ich muss sowieso jetzt in der Aufzeichnung auch dein Bild rausschneiden. So. Die Frage kann ich trotzdem hören. Gut, könnt ihr meinen Bildschirm schon sehen? Ja, wir können dein Bildschirm alles sehen. Alles klar, gut. Es geht um einen Kirchenbucheintrag, den ich in Ostpreußen natürlich gefunden habe. Ihr kennt ja meine Affinität zu Ostpreußen. Und dabei geht es um die Geburt von einem Vorfahren von mir, dem Fritz Galera. Nicht ungewöhnlich und damit auch nicht besonders kurios ist die Tatsache, dass sein Geburtseintrag über Kopf eingetragen ist. Das heißt unehrlich. Ja. So, und wenn man ihn lesen möchte, dann wird es schon arg schwierig. Domino, den zweiten Advent, Katharina Galarovnia, die zum anderen Mal Itai Sixtum, also gegen das sechste Gebot verstoßen, schändlich gesündigt und dem Patre bis dato nicht gestanden hat, einen Sohn hat taufen lassen mit dem Namen Fritz. Das ist erstmal in sich eigentlich gar nicht so kurios, weil wir bewegen uns hier im Jahr 1728 und die letzte große Pest hat den Ort, den Kirchspielort Friedrichshof, mehr oder weniger ausgerottet. Also wenn man alte Steuerlisten aus der Zeit einsieht, kann man sehen, dass damals in etwa 40 erwachsene Personen noch in dem Dorf gelebt haben, in dem Kirchspielort. Und die meisten waren verheiratet und wenn es dann tatsächlich mal ein junges Mädel gab, entweder wurde sie geheiratet oder sie bekam halt eben ein unehrliches Kind. Kurios ist allerdings Folgendes. Ungefähr 4 Jahre vorher kam der neue Pastor nach Friedrichshof. Das war der Andreas Tischer. Und dieser Pastor war zu dem Zeitpunkt noch unverehelicht. Jetzt gibt es in dem Dorf zu dem Zeitpunkt ungefähr 40 bis 50 Einwohner. Im gesamten Kirchspiel. Also es war wirklich komplett entvölkerte Landschaft.
Und der Pastor hatte die Angewohnheit, alle unehelichen Geburten natürlich über Kopf einzutragen. Aber er hatte auch die Angewohnheit, die Mädels immer nach dem Scortato, also nach dem wirklichen leiblichen Vater, zu fragen. Wenn man die 40 Jahre oder fast 30 Jahre, die er Pastor in diesem Kirchspiel war, durchschaut und alle Kirchenbücher, alle Geburten, alle unehelichen Geburten ansieht, dann gibt es nur eine einzige, wo er angeblich den Vater nicht herausbekommen haben soll. Und das ist diese, die von meiner Vorfahrin, der Katharina Galeria. Der kleine Fritz Galera, der da geboren ist, ist als erwachsener Mann später Klöckner im Kirchspiel Friedrichshof geworden. Und als seine erste Tochter geboren wird, ist der gesamte Kirchenvorstand Taufpate geworden. Da stellt sich die Frage, wollte der Pastor nicht wirklich herausfinden, wer der Vater ist, oder wollte er es einfach nicht kundtun? Fakt ist, er hat ungefähr 2 Jahre später in Königsberg geheiratet und seine Frau dann mit nach Friedrichshof gebracht und dort dann, die Frau war dann sehr angesehen, also viele Neugeborene in dem Jahr nach seiner Hochzeit heißen dann auch so wie sie, Rosina Tischer. Aber das ist die einzige Geburt in einem Zeitraum von 30, 40 Jahren in einem Kirchspiel, wo der Pastor es nicht geschafft hat, den Vater herauszubekommen oder er wollte ihn einfach nicht dokumentieren. Damit. Ja, danke. Das ist mein Kuriosum, schlechthin mein liebster Kirchenbucheintrag, den ich unter meinen Vorfahren bisher gefunden habe. Danke, Clemens, das war ein sehr schönes Beispiel. Ja, bitte. Ja. Jetzt kommen wir zu Nicole. Nicole, möchtest du auch etwas zeigen? Ja, Moment, ich hatte meinen Bildschirm mich schon geschaltet und vergessen einzuschalten. Ich versuche. Aber mich kann man nicht vorhin mal eine Frage gerade zu dem stellen? Ja, klar. Vom Clemens. Ja, mach mal. Was ist denn daraus zu ziehen? Also meine erste Vermutung wäre jetzt gewesen, der Pfarrer war der Vater. Die Spekulation habe ich auch. Interessanterweise sind vor 2 Jahren seine Testamente online oder veröffentlicht worden. Und weder der Fritz Galera noch seine Braut, es gab mehrere Erbauseinandersetzungen in seinem Testament und auch nachträglich noch vor dem Amtsgericht vor dem Gerichts- und dem Amt in Ortelsburg. Aber ich sage mal, von meinen Vorfahren selber hat dann keiner mehr was erhalten. Also ich glaube, die Geschichte war im Dorf bekannt, aber keiner hat es offen ausgesprochen oder niedergeschrieben. Gut, aber dass man unehelichen Kindern was vererbt, ist ja nicht unbedingt, wird ja nicht unbedingt gemacht. Ich sag mal so, wahrscheinlich hat er sich schon darum gekümmert, dass der gute Fritz Glöckner im Ort geworden ist. Und ja. Er hatte wahrscheinlich immer gut zu tun da. Okay, auf jeden Fall, wir haben beide die gleiche Vermutung. Ja, genau. Aber man kann sie nicht beweisen und belegen. Ist richtig. Okay, danke. Nicole? Ja, so, jetzt müsste hoffentlich mein Bildschirm schon geteilt sein. Seht ihr was? Ja, ein Text. Ein Text, genau so. Hier ist jetzt eine Urkunde. Und zwar ist das ja, ich sage mal, ein etwas trauriges Kuriosum. Das ist ein Heiratseintrag aus einem niederländischen Register. Der Antoni Leopold Tildenkamp war ein Bruder einer meiner Vorfahren. Der ist von Wesel nach Dordrecht ausgewandert und hat dort die Henrika Verfuren geheiratet, 1784. Und das ist ein Foto oder ein Scan von dem Heiratseintrag. Und wenn man den dann liest, kann man natürlich so ungefähr erkennen, was da drin steht, auch wenn es niederländisch ist. Ich lese es gleich vor, ihr braucht es nicht zu probieren. Aber es ist schon sehr merkwürdig, also der ist zu lang. Und auch merkwürdig war, ich wollte es, weil er so lang ist und weil da was Merkwürdiges dabei steht, ihn auch übersetzen mit Hilfe von mehreren Übersetzern. Und das hat irgendwie nicht so recht funktioniert, weil ich jetzt genau wissen wollte, was drin steht. Und dann habe ich also in einer Mailingliste angefragt, ob mir einer helfen kann. Und dann haben 2 niederländische Forscher gesagt, ja, wir können dir erklären, warum die ganzen Übersetzer da scheitern dran. Das ist nämlich altniederländisch. Also das ist das erste Kuriosum. Bei altniederländisch streikt dann auch so ein Übersetzer. Ja, und das zweite ist, was steht da eigentlich? Das ist das Original und das ist jetzt die Übersetzung.
Am 17. Februar 1784 sind durch mein amtliches Aufgebot aufgenommen Antoni Leopold Tillienkamp, unverheirateter Mann, gebürtig aus Wesel und wohnen in Dordrecht mit Henrika Verfohren. Unverheiratete Frau, hier geboren und gewohnt, also wohnend oder gewohnt, habend, das ist so ein bisschen verquast geschrieben, in Dordrecht. Diese sind nach drei aufeinanderfolgenden Proklamationen, sowohl hier als in Dordrecht, hier getraut worden am 12. März 1784. Bis hierhin ist das ein ganz normaler Heiratseintrag. Und jetzt kommt im Zimmer oder Haus, da steht dann Kammer, von Dirk Versteeg, Kirchenältester. Die betreffende Kirche, unbenutzbar, wegen Eis- und Schneebruch vom 6. März 1784, wie noch nie erlebt, wie das auch der Fall ist in der Umgebung, in Emmerich, Festerfort, bei Rehnen, in Ober- und Niederbethove, Thielerwart, Buren und bei Kuhlenborg bis zum Diebdeich im Gebiet Maas und Waal, das ist ein Gebiet in Südholland. Und dann habe ich mich also immer ganz lange gefragt, ja, warum, es kann ja noch sein, dass die Kirche jetzt kaputt ist, aber warum gibt der denn da so einen halben Wetterbericht und warum lässt sich der Pfarrer da so weit aus? Und das war jetzt also wirklich kurios. Mein Mann guckt eine Fernsehsendung und ich sitze daneben und ich gucke mit. Und da ging es dann um Vulkanausbrüche. Und ja, daher weiß ich, was passiert war. Am 8.6.1783 brach der isländische Vulkan Laki aus. Seine Eruptionen endeten erst am 7.2.1784. Der Ausbruch wirkte sich nicht nur erheblich auf den südlichen Teil von Island, sondern auch auf das Weltklima aus. Es kam zu einem vulkanischen Winter, infolgedessen es zu Missernten, Massensterben kam. Der Sommer des Jahres 1783 bis 85 waren ungewöhnlich kurz und der Winter 1783-84 war extrem kalt, gefolgt von Überschwemmungen im Frühjahr. Das kann man dann in Wikipedia finden, wenn man es weiß. Also tatsächlich ist es so gewesen, der arme Kerl und die arme Henrika, die haben geheiratet in dem praktisch in dem vulkanischen Winter, in einem ganz, ganz schlimmen Winter. Aber die Leute haben das in der Regel ja gar nicht gewusst, warum. Also die haben diesen schrecklichen Winter zwar erleben müssen, aber sie haben ja nicht gewusst, warum, dass da dieser Vulkan ausgebrochen war. Und ja, das ist die Urkunde oder den Registereintrag, der mich eigentlich am meisten bewegt. Also das war so schlimm, dass der Pfarrer da die halben niederländischen Gebiete in dieser einfachen Heiratsurkunde, Heiratsregistereintrag aufzählt, wie schlimm das alles ist und was kaputt ist und wo das alles ist. Also das finde ich so ein bisschen traurig, kurios oder traurig berührend. Genau, das war's. Danke dir, Nicole. Aber ich finde, es ist sehr wichtig auch für andere Familienforscher zu wissen, dass in dieser Zeit halt dieser Vulkanausbruch war und Auswirkungen hatte hier in Europa. Ja. Ne? Auch wenn man sich das vorstellt, ne, dann tut er auswandern und kommt dann, ja nicht nur vom Regen in die Traufe, ja kommt dann in so eine Katastrophe da rein. Wenn man sich das vorstellt und versucht dann da zu heiraten und eine Familie zu gründen inmitten so einer, ist ja auch eine Naturkatastrophe. Und sie wussten noch nicht mal, warum. Vor allen Dingen, sie wussten, dass sie sich einzuordnen, ne? Weil sie nicht wussten, woher es kam. Ja, genau. Okay, Silvia, du meldest dich nochmal oder ist es das alte Handzeichen? Sie hat ihr Mikrofon ist aus. Ja, man sieht sie aber auch nicht. Silvia müsste dann ihr Mikrofon wieder einschalten unten links. Sonst nehmen wir dich erst dran, Georg, du hattest dich auch Ja, dann zeige ich mal was. Da hatte schon einer gesagt, ob ich das nochmal zeigen würde, so im Vorfeld. Also ich möchte es dann gern nochmal zeigen. Und zwar auch einen Geburtseintrag, den wir erlebt haben. Ich hoffe, dass man das jetzt sehen kann. Dieser Geburtseintrag hier, der ist uns untergekommen bei der IGGC, bei dieser internationalen Konferenz in einer Lesesession, brachte also eine Amerikanerin diesen Eintrag. Er ist sehr schwer zu lesen. Wir haben also sehr viel Spaß damit gehabt, mit diesem Eintrag. Und das war also wirklich eine Session, die sehr amüsant war. Und
Ich kann es ja mal vorlesen, was da steht. Dominica Reminiscere, der zweite Fastensonntag, Hurenpaar, steht also hier. Ach. 17. März. Der Unzüchtige, ja, hier Gott und ehrvergessene Hura, Johann Hermann, Mühlknecht des Weiland, ehrbar und bescheidenen Herrn Friedrich Hermann, Meister Müllers von Prünitz, und dann kommt eine kleine Abkürzung, die konnte man nicht auflösen, aber leider ungeschlagener Sohn mit seiner heimtückischen, verlogenen und unverschämten Hure, Magdalena Picklin, des ehrbaren und bescheidenen Johann Pickel, Meistermaurer, Maurers und Köbler all hier in Kirch Sittenbach, ehrlich, erzeugeten, aber ungeratenen und ihm schandbringende Tochter. Also das ist schon ein ganz, ganz herber Eintrag, finde ich. Das war auch sehr schwer zu entziffern. Wir mussten da wirklich Wort für Wort vorgehen. Und dann haben wir also die Dame gefragt, ob wir das wirklich alles auf Englisch übersetzen sollen für diese amerikanische Forscherkollegin. Aber sie hat dann bejaht und letztendlich wurde das Ganze auch eben mit Humor aufgenommen. Ich glaube, das kann man auch nur mit Humor aufnehmen. Ne? Ja, und das waren vor allen Dingen waren das ihre direkten Vorfahren. Ja, aber das hat sie auch irgendwann mal gesagt, ne? Ohne das Wuhnpaar wäre ich ja nicht hier. Ne? Ganz genau. Es war also ein wirklich sehr vergnüglicher Leseabend. Und dann habe ich jetzt noch eine hier. Eine Frage. Ja. Wie habe ich das zeitlich einzuordnen? Also, 1762. Da? 1762. Okay, habe ich nicht gesehen. Danke. War das ein evangelischer Pfarrer oder ein katholischer Pfarrer? Du, wenn ich das jetzt wüsste, ich meine, es war evangelisch, ne? Ja. Inga? Ich habe es jetzt hier nicht notiert. Ich hatte mir nur den Ausschnitt. Das war im fränkischen Bereich. Ich glaube, das war ein evangelischer. Wann habe ich jetzt noch? Aber auch die Einstellung des Pfarrers zu dieser ganzen Geschichte, ne? Ja. Sie bezeichnet es als sehr harsch und sagte, parallel hätte sie ein Ehepaar, was erst nach dem dritten Kind geheiratet hätten und der Pastor wäre halt nicht so in dieser Ausdrucksweise gewesen. Ja, also das ist schon ein Kuriosum und ich denke mal, es ist so schlimm, wie es vielleicht war oder ist oder so, es ist etwas Besonderes. Ja. Hat nicht jeder so einen Eintrag in seiner Ahnenforschung. Und dann habe ich hier noch einen, den wollte ich noch zeigen, einen Selbstmord im Sterbebuch. Das ist jetzt etwas Traurigeres. In St. Patrogli-Soest, den ich noch gefunden habe. Hier Josef Aust, gebürtig Aust, das konnte ich jetzt nicht entziffern. Das steht auch da gar nicht anscheinend, ne? Gebürtig Aust und da ist nichts. Als Schlüter auswohnend, er hängte sich vom Ulricher Tore, nachdem er dasselbe früher schon einmal im hiesigen Gefängnisse versucht hatte, wo er jedoch wieder losgeschnitten wurde. Gekränktes Ehrgefühl wegen eines ihm überwiesenen Diebstahls ist wahrscheinlich der Grund dieses Selbstmordes. Also es ist ein etwas trauriger Fall, der dann also auch dokumentiert wurde. Und noch ganz kurz hier, der hier ist auch etwas kurios, in dem Fall Anton Essmann. Er ist also verstorben und starb plötzlich im Arnsberger Wald. Zweimal, einmal hier dokumentiert und einmal hier dokumentiert. Ist also auch traurig, aber doch etwas in dem Sinne kurios. Das wäre es von meiner Seite aus. Und ja, vor allem, weil es auch oft gar nicht dokumentiert wird, ne? Wenn sowas passiert. Ja, im Grunde genommen nicht. Ne? Oder steht dabei, er wurde dann auch woanders beerdigt. Das habe ich dann auch schon mal gefunden, dass die außerhalb des Friedhofs beerdigt wurden. Ja. Ganz genau. Ist Gottesacker. Wir brauchen nochmal deine Hilfe, Georg. Die Dagmar hatte geschrieben, dass sie das noch nie freigeschaltet hat. Und das machen wir. Ich nehme meins jetzt zurück.
So, Dagmar Rübenkamp meldet sich, ja, und sie möchte wohl was zeigen. Dagmar, du musst erst die Datei auf deinem Bildschirm öffnen, die du zeigen möchtest. Dagmar, kannst du uns hören? Ansonsten müsstest du mal dein Mikrofon einschalten. Ja. Links, genau. So, jetzt kann man mich hören? Ja, du musst erstmal dein Dokument öffnen. Habe ich gemacht. Dann klickst du auf das grüne Bildschirm freigeben. Share Screen. Und dann erscheint so ein Auswahlfenster, wo du jetzt das geöffnete Dokument aussuchen musst. Ja. Share. Und da klickst du drauf und da unten steht nochmal ein blauer, genau, jetzt kommt es ganz genau. Da haben wir es ja. Ja, Wahnsinn. Ja, das fand ich auch. Ich habe für eine Freundin in den österreichischen Geschichtsbüchern und Zeitungen gesucht. Und unter anderem fand ich dann auch jemanden aus Apolda in Sachsen-Weimar. Und zwar den Karl Wilhelm Burkhardt, einen Kommissionshändler. Der an Herzverfettung gestorben ist, im Wachzimmer hinter dem Österreichischen Museum. Das fand ich auch einen sehr kuriosen Tod. Der Mann ist als Händler dahin ins Museum und ist dann, ja, hat sich da wohl zu sehr aufgeregt. Auch ganz, ganz interessant, ne? Er hat sich nicht aufgeregt, er fühlte sich da so wohl, dass er da gleich bleiben wollte. Ja, wahrscheinlich, ja. Es gab, was ich noch sagen wollte, es gibt einige deutsche also Händler, die in Wien in den Hotels verzeichnet wurden. Dort kann man auch ab und zu, also wer Händler in der Familie hat, kann auch in den großen Handelszentren wie Leipzig, Dresden und ja auch Wien und Graz, in den Fremdenverzeichnissen, wo jedes Hotel mit Fremden verzeichnet ist, interessante Entdeckungen machen. Das war's. Ja, wunderbar. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, ich kann dich auch. Oben ist eigentlich, ja genau, Bildschirm stoppen, genau. Jetzt bist du da draußen. Wunderbar. Danke, Dagmar. Sehr schön. Regina hat auch noch was. Ja, ich habe meinen heißgeliebten Eintrag intensiv gesucht und wiedergefunden. Moment. Den habe ich in einem Familienbuch in Regen gefunden. Und zwar, da steht hier, Hans Kaspar von Deggendorf, Krämer in Regen, Hausnummer 234, der jämmerlichste Pantoffelheld von Regen. Er hat dann am 5.9.1729 Salome, Tochter von Hans Freisinger, geheiratet. Und das fand ich immer lustig und findet immer wieder lustig. Das ist ein Familienbuch vom Kirchspiel Regen, dass er eben da als jämmerlichster Pantoffelheld bezeichnet wird. Aber haben die so gesprochen um 1729? Das hört sich so neu an. Aktuell. Ich müsste mal eben kurz gucken, wann das erstellt wurde, das Buch. Moment, ob da was beisteht. Na, komm, öffne schon. Ja, man müsste da mal die Originaleintragung sehen. Oder er hat das dabei geschrieben. Ne? Das ist ein Familienbuch der Stadt Regen, 1650 bis 1800. Aber ich kann, ich habe die Kirchenbücher da, ich kann sie, kann mal den Eintrag raussuchen, ob da was zu steht. Ob das genauso formuliert wurde, hat sich so ein bisschen schon... Ignatius Tiefmuth, Pfarrer von Regen, der 1933 gestorben ist. Uneheliche Geburten wurden unberücksichtigt gelassen. Ich suche mal raus, ob ich den Originaleintrag finde. Alles klar. Aber schon eine interessante Geschichte. Ja. Ich glaube, Hans wollte noch jetzt was über Heiraten berichten, soweit ich das in Erinnerung habe. Wenn ich darf, ja. Ja, gerne. Ja, gerne. So, dann schauen wir mal, dass wir dazu den passenden Kirchenbucheintrag finden. Den habe ich da, wenn Georg mich wieder irgendwie... Ja, du musst jetzt dann wieder auf Bildschirm freigeben, klicken unten auf das Grüne. Ja, Moment.
So, schauen wir. Und teilen. Ja, da kommt was. Genau, da sehen wir jetzt so, einen Kirchenbucheintrag. Ja. So, das muss ich ein bisschen größer machen. Das ist auch insofern ein Kuriosum, als Sie hier aus einem tschechischen Archiv von heute eben ein polnisches Kirchenbuch sehen können. Das ist an dem PUL oben erkennbar für die Insider. Jetzt ist das natürlich nicht so sehr schön scharf, aber ich kann das gleich nochmal, glaube ich, deutlicher darstellen. Ich habe den Ausschnitt nochmal fotografiert und hier ist es etwas erkennbarer. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal sowas begegnet ist, wo in einem Heiratseintrag zugleich zwei Eide vermerkt worden sind. Und zwar, der Bräutigam musste einen Eid der Treue ablegen und die Braut, was kurios ist, einen Eid des Zölibats. Habe ich noch nie irgendwo und auch nicht wieder später irgendwo gesehen oder gelesen. Da steht Junggesell Karl, des Karl Tentschert, Ackeranbauers, ehelicher Sohn aus Pilgersdorf. Pilgersdorf liegt auch in der Nähe von Rausen und Hotzenplotz. Kaiserlichen Anteils heißt eben Pilgersdorf auf der österreichischen Zugehörigkeitsseite. Pilgersdorf liegt genau auf der Grenze und der Bach, der durch den Ort fließt, trennt zwei Teile. Eines ist Pilgersdorf schlesisch oder preußisch, wie es oft geschrieben wird, wobei Schlesisch natürlich undeutlich ist, weil beides Schlesien ist. Und hier steht jetzt kaiserlicher Anteil. Normalerweise steht dann da oft mährisch Pilgersdorf. Nach zuvor abgelegten gesetzmäßigen Eid der Treue mit der Jungfrau Clara des Johann Willisch, Schumachers ehelicher Tochter aus Jägerndorf, auch wieder kaiserlicher Anteil, also in Österreich zugehörig, nach zuvor abgelegten Eide des Zölibats. Die Braut musste also einen Eid des Zölibats ablegen. Ich kann mir das nur so zusammenreimen, dass die beiden eventuell blutsverwandt sind und irgendwie dann nur die Erlaubnis zur Trauung gekriegt haben, wenn sie eventuell so eine gewisse Keuschheit versprechen. Anders, ich weiß nicht, ob jemand Erfahrung hat, der das erklären könnte. Hast du denn schon Kinder von dem Ehepaar gefunden? Oder? Nein. Es kann auch sein, dass es eben halt, es kann ja nicht sein, dass er das Zölibat vorher abgelegt hat und man trotzdem irgendwie jetzt... Er hat kein Zölibatseid ableisten müssen. Das ist ja auch kurios. Sie auch nicht, weil sie vielleicht, aber das würde ja auch dabei stehen, ob sie vielleicht eine Nonne war, aber glaube ich nicht. Ja. Man sieht dazu nichts. Also es kann nur sein, irgendwie, dass gesagt wurde, eben halt, die dürfen keine Kinder haben. Das denke ich, dass das damit gemeint ist, nicht? Man kann natürlich spekulieren und grübeln. Weitere Informationen habe ich im Moment nicht, aber es ist eben ein kurioser Eintrag, fand ich. Also ich kenne aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, das kenne ich aber nicht aus Akten, sondern aus Familienerzählungen, da haben halt näher Verwandte geheiratet und die mussten, in welcher Form auch immer, das weiß ich eben nicht, die durften tatsächlich auch keine Kinder bekommen. Also die haben wohl im beginnenden 20. Jahrhundert oder erste Hälfte 20. Jahrhundert die Heirat nur vollziehen dürfen, weil sie wie auch immer keine Kinder kriegen durften. Also die hatten dann auch keine, aber wie man sowas durchficht oder wer das dann prüft oder wie, das weiß ich auch nicht. Vielleicht war das eine besondere Formulierung dieses Pfarrers. Mhm. Das ist denkbar. Ich nehme mal an, die Kirchenbucheinträge in der Region sind alle katholisch oder sind das protestantische? Ja, im Augenblick habe ich nur katholische hier gezeigt. Das stimmt, die meisten sind auch katholisch. Eine zweite Sache, das ist jetzt wieder direkt aus Wien, und zwar 17. Bezirk, Herr Neu. Das ist mir auch nur
dort begegnet. Schauen Sie sich mal diesen Stempel an. Ich glaube, den kann man ganz gut erkennen. Ich kann es nur ein bisschen größer machen. Angela nickt. Von Tisch und Bett geschieden. Bezirksgericht, Herr Neu, Abteilung 5, Zeichen so und so, vom 5.9.1934. Und dann steht eben links da, durch das seit 1938 rechtskräftige Urteil des Amtsgerichts, Herr Neu, wurde die hier verzeichnete Ehe geschieden. Da gibt es ja so Fristen in manchen Gegenden, dass also eine gewisse Zeit lang die Eheleute vom Tisch und Bett geschieden sein müssen, ehe das Gericht überhaupt die Scheidung dann rechtskräftig beschließt. Aber dass so eine Sache im katholischen Kirchenbuch per Stempel dann noch dazu eingetragen wird, das macht mich natürlich auch nachdenklich und stutzig. Das heißt, wenn ich schon einen Stempel anfertigen lasse, dass das doch auch eine gewisse Häufigkeit andeutet. Vielleicht sollte man diesen Eintrag mal dem Günter Ofner mal zeigen von Familie Austria. Vielleicht hat er ja eine Erklärung dafür, für einen solchen Stempel. Der 17. Bezirk ist auch eine üble Gegend. Ich habe da selber als Student mal gelebt. Tja, das sind dann so Sachen, die man auch entdecken kann. In all diesen Forschungen habe ich nur einmal solch einen Eintrag gefunden und den deshalb eben auch als kurios empfunden. In einem Trauungsbuch, einen lateinischen Vermerk, Dispensatio super impedimento mixte religionis a consistorio archiepiscopali olomoucense. Das heißt, es ist also ein Dispens, also eine Erlaubnis über ein Mischehenhindernis hinweg erteilt worden, eine Mischehe im katholischen Kirchenbuch zu notieren. Die Erlaubnis kam vom Konsistorium des Erzbischofs in Olmütz. Olmütz liegt ja auch in Mähren, also etwas entfernt von Troppau, westlich, und zwar von 1908. Also sonst sind Mischehen in der Regel in der Region nur in den evangelischen Kirchenbüchern vermerkt. Das war der einzige Eintrag, den ich mal in einem katholischen Buch vorfand. So, und dann komme ich noch mal wieder zurück zu einem Paar, das wir schon vorher hatten mit den königlichen Weinbergen in Prag, zu deren Trauung. Die fand statt in Linz durch das KK, Kaiserlich-Königliche Kriegsministerium in Wien, genehmigt. Und das Besondere dabei ist dann auf der linken Seite die letzte Passage. Hier steht dann unten drunter, vertreten durch Hans Schücker. Wer ist vertreten worden? Der Bräutigam. Ja? Das habe ich auch noch nicht vorher gesehen. Ja, man muss jetzt wissen, das ist 1917, mitten im Ersten Weltkrieg geschehen, im Oktober. Und hier oben steht dann der Bräutigam Johann Maximilian Josef Tenschert, der ist K&K-Oberleutnant gewesen vom 14. Infanterieregiment. Und da steht der entscheidende Punkt, kriegsgefangen in Sala Concilina in der Provinz Salerno in Italien. Zuständig war er in Graslitz in Böhmen und Sohn des Gustav Tenschert, Lehrer in Neudeck unter Albertine Schneider. Beide katholisch und gestorben.
vertreten durch Hans Schücker. Dann habe ich weiter nachgeforscht und es war tatsächlich offiziell in solchen Fällen genehmigt, dass eine Heirat stattfinden konnte als sogenannte Trauung durch Prokuration, also eine Stellvertreterehe auf Deutsch. Er ist dann nachher freigekommen, der Bräutigam. Er hat 1941 sogar noch gelebt, wie ich gefunden habe, in Wiener Unterlagen als Major AD und Beamter im österreichischen Ministerium. Also der ist aus der Kriegsgefangenheit dann Gefangenschaft noch lebend davongekommen und hat nachher die Ehe auch noch wahrscheinlich genießen können. Das war wahrscheinlich prophylaktisch, weil wenn er umgekommen wäre, wäre seine Frau dann praktisch abgesichert gewesen als Witwe, während wenn die nicht verheiratet gewesen wären, hätte sie halt mittellos dagestanden. Das dürfte so der Hintergrund gewesen sein, ne, warum man sowas gemacht hat. Ja, genau. Danke für den Beitrag. Ich komme auf sowas auch noch gleich nochmal zurück. Ob er gewusst hat, dass er verheiratet worden ist? Bitte? Ob er gewusst hat, dass er verheiratet worden ist? Ich weiß ja nicht, ob Briefverkehr. Ja, ich denke schon. Das nehme ich mit Sicherheit an, denn das wird das Ministerium nicht entschieden haben, ohne noch die Umstände vorher, auch durch die Braut, ob versprochen geplant war und all die Dinge zu erfragen und wahrscheinlich auch die Eltern der betroffenen Eheleute werden dazu wohl angehört worden sein. Also ohne weiteres wird das nicht genehmigt worden sein. Also ich meine, dass er am gleichen Tag auch irgendwie eine Art Trauung vorgenommen hat, aber er war in Kriegsgefangenschaft. Aber Ferntrauungen, die gab es ja auch im Ersten Weltkrieg. Ja, ja. Und das war hier der Fall. Also dass er davon wusste, davon kann man wohl ausgehen. Ja, mit Sicherheit würde ich auch sagen. Wie weit jetzt hier das Vertretungsrecht und die Befugnis ging, das weiß ich natürlich nicht. Aber das jetzt nur eine Bemerkung, mehr scherzhaft am Rande. Zu der Bemerkung vorhin als Versorgungsehe, das ist mir aus dem Zweiten Weltkrieg dann auch bekannt. Da ging es dann sogar so weit, dass die versprochenen Eheleute selbst dann noch getraut wurden, posthum, wenn der Ehegatte irgendwo im Feld schon gefallen war. Da gab es eine offizielle Anordnung, allein auch aus dem Grunde, die Witwe und eventuell schon vorhandene Kinder sozial abzusichern, ein Stück weit besser, als man es ansonsten gehabt hätte. Das ist auch kurios sicherlich, nicht? Aber nachvollziehbar und verständlich und ich denke zu begrüßen. Irgendjemand wollte gerade noch dazu etwas bemerken. Ja, für alle Dienstgrade oder nur für Offiziere? Das kann ich jetzt nicht sagen. Da müsste man sehen, ob es dazu einen offiziellen Erlass oder sowas noch irgendwo gibt. Aber da werden selbst Historiker lange suchen müssen, vielleicht. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich für alle Soldaten gegolten haben. Zumindest im Zweiten Weltkrieg, die Beispiele, die ich da gefunden habe, das waren ganz einfache Gefreiten, Obergefreiten und so weiter, bei denen dann nachträglich noch ein Heiratsvermerk erfolgt ist, wo dann die zwei Jahreszahlen standen. Als Heiratsdatum wurde dann tatsächlich das Gefallenendatum, wenn man es kannte, benutzt, aber es wurde auch gleichzeitig vermerkt, dass das mit dem aktuellen Datum, wann das dann erfolgt ist, in der Urkunde zugleich erst geschehen ist. Also eine Anmerkung. Also im Zweiten Weltkrieg gab es eine Art Leichentrauung. Da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel. Deutsches Eherecht im Zweiten Weltkrieg. Also das kam vor. Ja. Und das kann ja nicht nur dann für Offiziere gegolten haben, sondern im Prinzip für alle Soldaten. Und wie gesagt, das diente dann zur Absicherung der Ehefrau.
Ganz genau. Ja, das sind so Dinge. Möchte noch jemand irgendetwas zu den Heiraten sagen, bevor ich dann zu den... Ja, ich will noch mal auf den einen Vorgang von eben eingehen, weil den konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, mit dem Treuschwur und dem Zölibat. Ja. Also wenn das ja nahe Verwandte gewesen sind, was denn? Cousins ersten Grades oder Onkel und Nichte? Aber dann hätte es ja ein Dispens geben müssen und davon war ja nichts erwähnt. Nein. Also vielleicht hat das etwas völlig anderes zu bedeuten. Das kann eben auch sein. Dispense sehe ich massenhaft. Das ist nicht das. Ja, aber davon war ja nicht die Rede gewesen. Nee. Also wenn Cousin ersten Grades heiraten, braucht man einen Dispens. Auch wenn Onkel und Nichte heiraten, braucht man auch einen. Das sind ja so die nächsten Verwandten, wo eine Ehe unter Umständen vorgekommen ist. Ja, aber von einem Dispens stand da überhaupt nichts. Also muss es irgendeine andere Bedeutung gehabt haben. Vielleicht war einer von den beiden körperlich oder psychisch krank, weiß man nicht. Können wir nur spekulieren. Ja, auch sowas kann eine Rolle spielen, medizinische Gründe oder dergleichen, nicht? Hans, ich hatte gerade noch eine Handmeldung gesehen von Milan. Ja, ich auch. Milan? Ja, aber das ist etwas dazu sagen? Ja, nicht zu dem. Das war nur etwas, weil du vorher gesagt hast, ob jemand noch etwas anderes gefunden hatte. Und ich habe da mal was nachgeschaut, was ich etwa vor 10 Jahren gefunden hatte. Und ich habe es auch gefunden. Aber das kann man ja später auch nochmal reinbringen. Ja, okay. So, da Hans-Joachim erstmal. Nö, sonst würde ich sagen, machen wir es ruhig gleich. Und ich kürze dann mit Blick auf die Uhr auch entsprechend ab. Das in Vergessenheit gerät oder nachher unter Zeitdruck eben nicht mehr stattfinden kann, soll Milan ruhig das gerne jetzt hier einschieben. Ja, dann nehmen wir deine Bildschirmteilung zurück und Milan kann dann seinen Bildschirm teilen. Okay, das schauen wir mal, ob ich jetzt mal rausgehen kann. Das ist ein Geburtseintrag. Ich weiß nicht, ob du jetzt das sehen kannst. Ja, der. Ah, das ist ja toll. Das habe ich erstmal vor 10 Jahren gefunden. Das war in der Pfarrei Dünsbach in Württemberg. Und der Eintrag ist von 1726. Und ich versuche da mal zu lesen. Johann Kaspar Schilling, Schmied zu Moorstein, und seinem Weibe Margareta ist den 8. Dezember ein monströser Zwilling, der vom Nabel bis zum Kopf zusammengewachsen gewesen. 4 Beine, 4 Arme und 4 Ohren, sonst aber ein ordentliches Gesicht, würde ich da lesen, Gesicht wie andere Kinder auch gehabt oder so etwas. Und Geschlacht, also ich weiß jetzt nicht. Und Geschlecht nach beiderseitigen weiblich gewesen, welchen an dem 9. darauf begraben wurden. Und darunter ist dann der Todeseintrag. Aber ich habe keinen Todeseintrag für die Mutter gefunden. Also die Mutter muss es wahrscheinlich überlebt haben. Wow. Das Interessante ist ja dann die Zeichnung, ne? Dass er das also dokumentiert hat. Ne? Ja. Toll. Das ist ja wirklich. Zwar also, von 2 Zeichnungen sind das. Eine von hinten, eine von vorne. Ja. Richtig. Richtig. Okay, das ist alles, was ich zeigen wollte. Ja, super. Aber sehr beeindruckend. Ja. Das muss auch für die Eltern, glaube ich, schlimm gewesen sein.
Ja, sehr gut. Oh, ich habe jetzt extra für die Angela auch den original Heiratsantrag von dem Pantoffelhelden. Sehr schön. Ja, gut. Ja, aber ja, auf die Schnelle ein bisschen schwer zu lesen, aber egal, warte mal. Ups. Mache ich mal wieder den ganzen Bildschirm, dann habe ich das schneller. Dies war ja der Eintrag, ja, den ich hatte mit dem jämmerlichsten Pantoffelhelden. Damit man gleich auch sieht, es geht um die Familie Pöck. Das ist so ein paar Seiten vorher in dem Familienbuch. Da wird einmal der gesamte Name und dann kommen die ganzen 1000 Familien mit dem Namen. Und wie gesagt, das war der Originaleintrag. Quatsch, der Eintrag. Und das ist hier jetzt der Originaleintrag. Und warte mal. Den 5. September ist kopuliert worden, der, ja, das erste Wort kann ich leider im Moment nicht lesen. Grachte. Der sehr geachte Junge steht da, nicht? Ach so, der sehr, das konnte ja hinkommen, der sehr, ja, sehr, obwohl. Ja, sehr geachte Junggeselle, Hans Kasper. Seher dann, aber mit S-E-H-E-R, ne? Geachte Junggeselle Hans Kasper Pöck. Mit der Tugend Samen. Ja, habe ich auch gedacht, Tugend Samen. Aber da ist ein B. Ja, haben so gesprochen halt. Tugend Samen, ja. Ja, Salome als des Ehrgeachteten. Doch auch wieder sehr geachteten. Moment, wie hieß der? Hieß der nicht Johann? Nee, Hans. Hans. Das ist Ehrgeachteten. E-H-R. Ehergeachteten, ja. Hansen würde ich da lesen. Heisinger heißt der, glaube ich. Freisinger, genau. Freisinger. Aber von dem Pantoffelhelden sehe ich da nichts drin, ne? Nee. Das ist also nachgetragen worden von dem Ersteller dieses Buches, ne? Der hat einer sich die Mühe gemacht, wohl die Kirchenbücher zu lesen und als Familienbuch zusammenzustellen. Und vielleicht hat er das irgendwie bedingt durch mehrere Einträge oder sonst was, keine Ahnung. Oder vielleicht kommt der auch aus dem Ort, aber das passt ja zeitlich nicht, weil das ist eine Heirat gewesen von 1729. Woher er das wissen will, dass er im Pantoffelheld war, kann ich mir nur vorstellen, dass das hinterher irgendwo nochmal... Also es ist eine Interpretation jetzt gewesen. Ich weiß nicht, woher er das hat mit dem Pantoffelhelden. Also muss man bei so einer Vorgabe dann doch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass er eben halt bedingt dadurch, dass er das ganze Kirchenbuch ja durchgearbeitet hat, noch irgendwelche Hinweise gefunden hat oder sonst was. Das kann ich jetzt nicht sagen. Auf den Lebenswandel, ja, das kann natürlich nicht sein. Richtig. Aber was ich jetzt noch dazu gefunden habe, auch aus Regen, da hat ein Pfarrer sich wirklich viel Mühe gegeben. Das ist hier eine Heirat von 1743. Hier ist der Originaleintrag. Da hat er das Geburtsdatum des Bräutigams, das Sterbedatum. Das sind jetzt, glaube ich, die Eltern, mit wann die geboren, wann die geheiratet oder gestorben sind und alles drum und dran, von der Braut auch. Dazu noch, dass das in der Pfarrei Altenburg gewesen ist und so weiter. Und das hat er hier in dem Kirchenbuch oft gemacht, dass er Sterbedatum dabei geschrieben hat, Geburtssterbedatum. Und da ich aus einer entfernten Linie eigentlich gar nicht, sondern von meinem verstorbenen Mann, die Schwägerin, deren Vorfahren, die kommen da aus der Ecke. Da konnte man also wirklich, wenn man ein Kirchenbuch, einen Eintrag gefunden hat, konnte man dementsprechend suchen, 1716 geboren, habe ich das Kirchenbuch von 1716 aufgeschlagen, mit dem Datum, da stand der dabei und da standen dann auch wieder die Daten dabei.
Also da macht das Suchen dann Spaß. Ja, aber Regina, das scheint ja, hier ist Jürgen, das scheint ja ein Nachtrag späterer Zeit zu sein, denn die Schrift ist etwas anders. Das war ja auch mein Gedanke. Ja, aber es hat jemand nachgetragen und ja, wahrscheinlich. Ja, das ist aber oft so gemacht worden, vor allen Dingen in den 30er Jahren. Ja. Wenn dann Ahnenforschung gemacht wurden und so, dann hat der Pfarrer eben diese Nachträge da gemacht. Ja, dann ist mir aber egal, wer das und wann das geschrieben hat. Hauptsache, er hat das überhaupt da reingeschrieben. Ja, ja, sicher. Aber es ist... Mit dem großen Aria-Nachweis käme das hin, weil ihr bis 1750 zurück mussten. Das war auch mein Gedanke. Wie viele Jahre zurück? Ich glaube, 3 Generationen und bis 1800 oder so, oder 1780 in dem Dreh. Ja, aber wie gesagt, die hat dabei geschrieben, 1718 geboren und so weiter. Und wie gesagt, im Endeffekt ist mir das wirklich egal, wer das jetzt da reingeschrieben hat. Hauptsache, die Daten stimmen. Und ich habe ja etliches da nachgeschlagen und die Daten, die stimmten alle. Geburtsdaten, Heiratsdaten, Sterbedaten. Du kannst da von einem Buch ins andere und von einer Seite zur anderen durchblättern. Dann freuen sich die Forscherseele, ne? Ja, natürlich freut sich die Forscherseele. Ich würde mich aber noch mehr freuen, wenn das meine direkte Linie gewesen wäre. Ja. Dann gehen wir jetzt zur Linie Klaus, der hebt seine gelbe Hand. Klaus, was möchtest du uns zeigen? Ganz kurz ein Heiratseintrag, wo ich lange gegrübelt habe über den Beruf des Vaters. Aha, jetzt sehen. Wo ist es hier? Also grün ist, ja, kommt. In dem oberen Eintrag, das sind meine Vorfahren, wir sind im Kirchenbuch Mrotschen im Kreis Wirsitz, Posen. Was würdet ihr lesen bei dem roten Pfeil? Tegas am Ende? Also Christian Marquardt und dann kommt der Beruf und ich habe dann die Seiten durchgeblättert, bis ich einen anderen gefunden habe mit demselben anscheinend Beruf, dieser Johann Jaster. Der Beruf ist ein Rattayer, entweder mit EY geschrieben oder... Wie heißt der Beruf? Rattayer, Rudolf Anton, Thomas, Emil, Y, Emil, Robert. Und die Antwort habe ich dann gefunden, wenn wir die Seite sehen. Es ist manchmal erstaunlich, die Bücher, die bei Google zugänglich sind, in diesem Fall aus der sogenannten Hohenzollern-Sammlung in der Harvard-Universität zum Anlass des Besuchens seiner durchlauchten Hoheit des Prinzen Heinrich am 6. März 1901, ein Buch, was eben bei Harvard ist. Und da kann man sehen, dass in den verschiedenen Dörfern Berufe aufgezählt sind und darunter dann auch diese Rattayer. Ich glaube, die hatten Gespannochsen und mussten dann eben Dienst leisten und dafür erhielten sie, je nachdem in welchem Dorf sie waren, so und so viel Land und auch andere Bezahlungen. Aber für mich war es wirklich, hat lange gedauert, bis ich daraus klug wurde. Ja, vielleicht auch, weil man es anders schreibt jetzt in der heutigen Zeit. Ich habe es nur so EY oder EI gefunden. Ja, das Problem, hier ist Jürgen, ist der erste Buchstabe, denn das habe ich auch oft gesehen, dass kleine Buchstaben als Großbuchstaben verwendet werden. Denn hier würde man ja erstmal vielleicht ein V lesen, aber das ist ja das kleine R. Und oft wird das groß geschrieben, also jetzt groß gemacht, wie im unteren Beispiel, aber es ist das kleine R, ist nicht das große und das passiert mit dem S auch sehr oft. Ich entdeckte dann zum Schluss ein anderes Wort, wo es klar war, dass es ein R sein musste.
kann mich nicht mehr erinnern, was es war, aber manchmal rätselt man dann an den einzelnen Buchstaben eine lange Zeit. Ja, danke, Klaus. Dagmar hat sich, glaube ich, noch gemeldet. Ja, die hat noch was. Hallo, Dagmar? Einmal Mikrofon freischalten, Dagmar. Dagmar? Ich bin wieder da. Ich bin ja, wieder da. Ja, prima. Sorry. So. Share Screen. Das ist das hier. Genau. Hier habe ich noch eine schöne Taufbemerkung. Und zwar ist das aus der Vorfahrenliste meines mütterlichen Großvaters, einem Adam Ries Nachfahren. Und in der 7. Generation gibt es da die Geburt oder Taufe einer Johanna Christiana Müller. Und das ist das 7. Kind des Georg Heinrich Lötsch und seiner Johanna Christiana Müller. Und zwar steht da der jetzige Hirt Alhier, Georg Heinrich Lötsch, hat mit seiner wahrhaftig bösen und gottlosen Ehegenossin Johanna Christiana geborene Müllerin in beständiger Uneinigkeit gelebt. Sind auch vom hochlöblichen Konsistorio vom Tisch und Bette geschieden worden, haben sich aber dem unerachtet nach der Zeit wieder zusammengefunden. Weil sie sich aber des Ehebruchs überführen ließ, so weigerte er sich bei jedem Kind, das sie gebar, Vater zu sein. Und dieses täte er auch dieses Mal, ob er nicht leugnete, dass er ihr ehelich beigewohnt hätte. Das ist eine tolle Eintragung. Wahnsinn. Ja, das ist schon was. Ne? Da kann man sich... Da kann man jetzt rätseln, ist das jetzt von dem Herrn Lötsch oder nicht? Ein klarer Fall für DNA-Genealogie, ja, kann ich nur sagen. Ja. Wobei ich sagen muss, diese beständige Uneinigkeit, da kenne ich also auch Leute, die leben in beständiger Uneinigkeit. Das gibt es heute noch, ja. Jedenfalls macht das ein bisschen leibhaftiger, solche Bemerkungen. Ja. Machen das ein bisschen schaulich. Lebendig wird die ganze Familiengeschichte. Richtig, dann, ne? Mehr als nur Daten. Ne? Das ist genau. So, genau. Salz an der Suppe. Ich sehe noch eine Hand, eine gelbe Hand von Jürgen. Ja, ich hätte da auch noch was. Das ist ein Sterbeeintrag, aber da sind wir ja noch gar nicht. Ich kann das aber auch später machen. Das muss der Hans entscheiden. Ja, ich würde sagen, der Jürgen soll das ruhig jetzt machen. Denn ich komme heute gar nicht mehr zu den Todesdingen mit Blick auf die Uhr. Ich werde gleich noch so 3-4 kurze Sachen schildern, die ein bisschen amüsant sind und dann noch zu einem Art Wettbewerb aufrufen. Und dann würde ich sagen, um 9 Uhr ist spätestens Schluss. Okay, machen wir so. Jürgen, also bitte. Ja, ich muss erstmal meinen Bildschirm ordnen, nicht, dass ihr meine ganze Privatpost lest. Ja, das muss ja auch nicht sein. Das ist ja interessanter wieder einfach. Ich hoffe, ihr könnt den Bildschirm sehen. Da steht oben Anno 1720, Monat Januari drüber. Ja. Gut, es geht um den Eintrag links, nota bene. Und zwar geht es hier um einen Todesfall und ich erkläre euch gleich, was ich so bemerkenswert daran fand. Also es heißt, anno 1719, den 31. Dezember, ward des Vogt Kretschmer seine Frau in der Weser. Also es geht um Petershagen, das habe ich vergessen zu sagen. Petershagen ist eine Stadt an der Weser, nördlich von Minden, eine Kleinstadt. Heute hat die 10.000 Einwohner, damals waren das vielleicht 2.000. Also, den 31. Dezember ward des Vogt Kretschmer seine Frau in der Weser tot gefunden, mit vielen Wunden am Haupt, wie sie nun besichtiget und aufgeschnitten und visitiert, so befindet sich, als dass sie totgeschlagen und darauf in die Weser geworfen. Ich fand das sehr bemerkenswert, dass man in so einer Kleinstadt tatsächlich eine Obduktion gemacht hat. Und wir reden von 1720. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und ich habe das bislang auch in Kirchenbüchern noch nicht wieder gelesen. Die Geschichte geht dann weiter. Darauf ist der Vogt Kretschmer benebst ein Bürger namens Stadts Dietrich Giesekings
eingezogen und darauf nach bekannter Tat, also die haben gestanden, im Jahr 1721, den 10. Januar, jenseits der Weser gerichtet, also der Richtplatz war auf der anderen Weserseite, nahe bei Jessen, das ist ein anderer Ort. Der Vogt ist gerädert und zweimal mit glühenden Zangen gezwickt. Der andere ist geköpfet und beide aufs Rad geflochten. Gott behüte uns Frauen, uns, also unsere Frauen, für solches Laster und Mordtat. Wow. Super. Das ist heftig. Das ist wirklich ein super Eintrag. Ja, der Pfarrer, der hat also ganze Romane geschrieben, über politische Ereignisse auch. Da ist mal die Stadt abgebrannt, aber das will ich euch jetzt alles ersparen. Also es ist eine Freude, dieses Kirchenbuch zu lesen. Da sind natürlich auch die Hexenverbrennungen drin und all diese Sachen. Also dieses war aber besonders schön und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Danke für diesen ganz tollen Ausschnitt. War sehr interessant. Hans, jetzt kommst du zum Endspurt. Ja, ich habe jetzt einiges auszulassen. Also Tode vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir eine Fortsetzung solcher Vortragsabende machen. Es beteiligen sich ja sehr viele und es scheint also schon Interesse dafür zu geben. Ich will mal jetzt so Kleinigkeiten noch raussuchen. So, und der Ort, in dem die Heirat stattgefunden hat, heißt Stein an der Donau in Niederösterreich. Das hatte ich wohl schon gesagt. Und jetzt ist das Kuriosum, für mich jedenfalls, wie die Braut heißt. Kann man das sehen? Ja, Maria? Ja. Nachname ist entscheidend. Katholischer Religion, eheliche Tochter des Josef. Und der Josef heißt Steinschaden. Was ich so kurios fand, der Trauungsort ist Stein und die Braut, die aus dem Ort stammte, heißt Steinschaden. Ja, er hat das ja zweimal reingeschrieben, ne? Ja, ja. Steinschaden, dann nochmal Klammer auf. Er hat sich wohl verschrieben gehabt, meinte er, oder dergleichen, oder ja, aus irgendeinem Grund. Das ändert nichts dran, dass die Braut eben so hieß. Und ich gehe nochmal zu demselben Eintrag auf der linken Seite. Darf ich da eine kurze Anmerkung machen? Ich habe gerade mal in die Metasuche bei Comgen eingegeben, den Familiennamen Steinschaden. Ja. Ja, da findet man etliche Einträge. Ja, ja, also die sind den Familiennamen gibt es also. Verlustenliste Österreich-Ungarn tauchen da etliche Einträge auf. Und Getbass, also das ist ein Familiennamen, den es tatsächlich gibt. Ja. Übrigens, bei Getbass habe ich auch diese Dinge fast alle eingestellt und bei meinen Notizen in der Software Ahnenblatt habe ich auch die Kuriosa zum Teil mit dabei und in der Regel auch immer mit den Links zu den Fundstellen. Weil hier jetzt noch gleichzeitig die Bemerkung steht, A fide defecit, 1958 in Krems an der Donau, A fide defecit heißt auf Deutsch dann vom Glauben abgefallen, fällt mir ein, dass ich in einigen Kirchenbüchern von mehreren auch hinten geblättert habe und da gibt es meistens auf den letzten Seiten so besondere Seiten, wo dann die Pfarrer oder die Namensfertiger die vom Glauben abgefallenen aufgelistet haben. Und interessant und sprachlich vor allen Dingen heute zum Schmunzeln animierend ist dann, was oben drüber steht. Da steht dann tatsächlich als Überschrift Abfallstatistik. Das muss man sich mal nicht auf der Zunge, aber im Kopf zergehen lassen.
Ja, mit Blick auf die Uhr komme ich jetzt zum Ende. Es gibt unter den Anwesenden eine Vereinsbibliothekarin aus Dortmund, die mich nochmal erinnert hatte, ich solle doch unbedingt auch noch etwas zum Besten geben, was wir in der Bibliothek gefunden hatten. Leider kann ich dazu jetzt nichts zeigen, weil ich vergessen hatte damals, mir den Fundort und den Ablageort zu merken. Aber es handelte sich um einen Militärentlassungsschein in Urkundenform, der vorgedruckt war und in dem dann handschriftlich eingetragen wurde, der Entlassungsgrund. Ein Soldat wurde entlassen, weil, und dann steht da Grund, Doppelpunkt, unerträgliche Geruchsbelästigung durch Schweißfüße. Wenn ich mich recht erinnere, hat Nancy das damals, glaube ich, sogar mit ihrem Handy fotografiert. Wir könnten dann also noch mal irgendwann die Originalurkunde dann. Aber den hätte man noch gut als Waffe einsetzen können, den Mann, oder nicht? Georg. Hans. Ich ja, glaube, jetzt meldet sich die berühmte Vereinsbibliothekarin. Ja. Ich glaube, das war der Güldner. Das waren die Kartons, wo ihr dieses große Findbuch geschrieben habt in Englisch, in Excel. Kann das sein, dass es da mit drin war? Ich glaube, das ist in so einer Nachlasskiste gewesen. Es war ein Einzelblatt, nicht? Ja, ja. Und, ja, ja, da würde ich auch zuerst dann wieder suchen wollen. Ja, guck doch mal in das in euer Findbuch. Ich glaube, da könntest du das finden, irgendwie mit, weiß ich nicht. Auch denkbar, ja. Militär oder Entlassung oder sonst irgend sowas. Ich meine, ja, genau. Da war so, das drin. Da war dann so schön. Wollte ich gerne noch irgendwie, das ist jetzt schon ein erster Teil, ein Ausschnitt, der über die Sterbemöglichkeiten und so weiter mit Aussagekraft bringt. Hier, ich kann es kurz, weil ich es jetzt geöffnet habe, mal vorlesen. Da hat man mehrere Möglichkeiten, sein Leben irgendwie zu Ende zu bringen. Eine ist halt auch Tod durch Erstickung, durch ein beim Speisen in den Kehlkopf gekommenes Stück Fleisch. Also auch sehr detailliert, nicht? Geschildert, 46 Jahre. Das war ein Gastwirt, ein bürgerlicher Hutmacher und Gastwirt. Aber so Todesursachen habe ich eine ganze Menge, viel mehr als zu Geburten und Heiraten an kuriosen Dingen. Aber die Grausamen sollte ich alle schon rausschmeißen im Vorfall, sagte mir eine Vereinsbibliothekarin, die Sie jetzt auch schon kennengelernt haben. Das lasse ich jetzt also und wird es auch in Zukunft höchstens auf vielfachen Wunsch einzelner Leute dann bringen. Als Wettbewerb, ich würde mir das schon wünschen. Ja, ich finde auch, das ist doch interessanter, weil die normalen Todesursachen kriegt man immer wieder. Das, alles klar. Das lässt sich dann auch ganz gut teilweise bebildern. Ich schaue mal weiter, das ist auch tot. Jetzt weiß ich nämlich im Moment gar nicht mehr, wo ich die Unterlagen habe dazu. Aber die Überschrift war gerade gut. Brieftauben melden den Tod. Ach so, ja, das geht auch schnell. Könnte ich ja auch noch mal, wenn Sie erlauben und wollen, kann ich das schon mal anreißen. Ja, immer. Ich muss jetzt schnell nur wieder irgendwie sehen, wie ich da hinkomme. Ja, da kommt jetzt was. Ja, ja, super. So, in der Prill-Nordwand ist, wie erst jetzt bekannt wird, am vergangenen Montag der Ingenieur Franz Tenschert aus Linz tödlich abgestürzt. Das Unglück ereignete sich knapp vor dem Gipfel des großen Prill, als Ingenieur Tenschert, der mit seiner Gattin unterwegs war, plötzlich ins Rutschen kam und in die Flanke des Prill abstürzte. Die von der Gattin alarmierte Bergwacht fand die Leiche des Verunglückten am Fuße der Wand auf. Bemerkenswert ist, dass die Bergwacht bei der Bergung des Verunglückten zum ersten Male Brieftauben
als Nachrichtenübermittler mit Erfolg verwendet hat, auch die Nachricht von der Auffindung des Toten und der Bergung der Leiche ist von der Bergwacht mit Brieftauben nach Gmunden übermittelt worden. Also der Vorläufer der E-Mail. Ja, so ungefähr. Ja, nicht? Ungefähr. Ja, irgendwo, na, das sind andere Dinge. Das war das Aktuellste noch, was ich unter den Toten und Bestattungswesen und so weiter dann mit anbringen wollte. Das Bild haben Sie wahrscheinlich in diesem Jahr gesehen. Das ist von unserem Nahbereich in Nordrhein-Westfalen. Und das wollte ich mit einfließen lassen, um eine eigene genealogische Forschung noch zum Besten zu geben. Ich habe einen Menschen gesucht im Ort Fühlstein nahe Holzenplotz und dort nicht gefunden, der dort gestorben sein musste. Aber im Nachbarort fand ich dann den Eintrag in der Sterbematrik und da stand dann, der konnte nicht in Fühlstein bestattet werden, weil der Friedhof dort überflutet war. Und dann muss eben geschaut werden und geguckt werden, wo gibt es in der nächsten Möglichkeit zeitnah irgendwo die Chance, jemanden dann würdig zu bestatten. Wenn ich dieses Bild so sehe, nicht, dann frage ich mich, wie man in diesem überschwemmten, überfluteten, nahezu zerstörten Friedhof erst einmal wieder würdige Zustände herstellen kann, wenn wir wissen, dass die Schlammreste und so weiter je nach Wetterlage schnell verkrusten, verhärten, betonhart werden und so weiter. Da kann man nur traurig werden, nicht? Mhm. Wenn man solche Bilder sieht und dran denkt. Aber dann kann man ja auch noch, also ich sag mal, vom Glück sagen, wenn der Friedhof nicht zu nah am Wasser war oder so, dass da Teile von weggeschwemmt worden sind, ne? Ja, klar. Nein, das stimmt also dann schon sehr nachdenklich. Ja. Ja, Hans. Um den Abschluss dann doch ein bisschen erträglicher zu machen, aber die Nachdenklichkeit haben wir heute Abend ja auch hier zu Worte kommen lassen und in die Köpfe kommen lassen. So ist eben im Leben, nicht? Geburten, Heiraten, Tode. Aber um das Ganze noch irgendwie abzurunden und für die Fortsetzung schon vorzubereiten, würde ich Sie am Ende bitten und aufrufen, dass Sie mal gucken, ob Sie rekordverdächtige Anzahl von Vornamen in irgendeinem Tauf- und Geburtsbuch finden. Ich könnte jetzt schon eine Zahl vorlegen, aber dann würden Sie wahrscheinlich mit Ihren gefundenen Zahlen sich nicht mehr trauen zu melden. Ich lasse das lieber. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, überhaupt fürs Erscheinen heute Abend und Kommen zu uns nach Dortmund und würde sagen, bis zu einem nächsten Mal. Für mich ist es eigentlich schon ziemlich klar abgestimmt und entschieden, dass wir sowas ruhig weitermachen können. Ja, du bist herzlich eingeladen, beim nächsten Mal das nochmal zu machen. Angela, darf ich auch zur Abrundung noch einen Kommentar vorlesen, der gerade in den Chat gepostet wurde? Ja, bitte, gerne. Diese tollen Abende mit Ihren Zoom-Meetings haben mir besonders gefehlt. Es geht wie heute nicht nur um unendliche Daten, sondern um Ahnen, bei denen wir auch Geschichten mit Schicksalen, aber auch mit schönen, ja sogar lustigen Begebenheiten finden. Somit werden die vorherigen Jahrhunderte in ihnen lebendig. So erscheinen mir die vorherigen Jahre, Jahrzehnte, ja Jahrhunderte gar nicht so weit weg. Ich freue mich schon jetzt wieder auf das nächste Meeting. Liebe Grüße, Marita. Ich finde das ganz toll. Vielen herzlichen Dank, Marita. Ja, müssen wir uns besonders beim Hans-Joachim bedanken, dass der diese tolle Idee hatte, umgesetzt hat.
auch wenn es ihm manchmal schwer fiel, damit technisch klarzukommen. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Die Probleme hätte ich auch. Also auch ein neues, ne, Hans? Ich finde auch ganz toll, dass ihr so mitgemacht habt. Ich bin wirklich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass von euch so viele Beispiele noch kamen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hans. Also ich war da so ein bisschen skeptisch, aber es ist richtig gut gelaufen. Ist toll. Toll an. Vielen Dank an euch alle. Nicht nur an Hans, sondern auch an eure bei eurer Mitarbeit. Bitteschön.